Das ist Felix. Felix möchte sich heute eine TV-Sendung live im Studio anschauen. Allerdings interessiert er sich auch sehr dafür, welche Vorbereitungen für solch eine Show überhaupt vorher getroffen werden müssen. Das ist nämlich ganz schön aufwendig. Denn die Zuschauer vorm Fernseher sowie das Publikum in der Show sollen natürlich von all dem gar nichts mitbekommen. Während also Felix in der Schlange vor dem Gebäude steht, wo heute die Show aufgenommen werden soll, werden drinnen gerade die letzten Vorbereitungen getroffen. Kamera, check. Ton, check. Make-up, check. Was die Zuschauer also nicht sehen, ist, dass vor einer Talkshow die Mikrofone, die die geladenen Gäste später erhalten sollen, zum Beispiel durch Studenten als Testgäste eingestellt werden. Sind alle Kameras eingeschaltet und mit Kameramännern ausgestattet und der oder die Moderatorin fertig gepudert, so kann es losgehen. Während der Sendung beobachtet Felix interessiert die vielen verschiedenen Kameras, die während der Show filmen. Dabei fällt ihm auf, dass nicht alle Kameras gleichzeitig filmen. Es filmt immer genau eine Kamera. Die Kamera, die gerade filmt, leuchtet währenddessen rot auf. Doch wer entscheidet eigentlich, welches Kamerabild gerade aufgenommen werden soll? Das geschieht außerhalb des Studios in einem anderen Raum des Gebäudes. Dort sitzen zum Beispiel der Chefredakteur, Aufnahmeleiter und Tontechniker. Jedes Kamerabild können Sie dort auf einem jeweiligen Monitor sehen und entscheiden von dort aus, welche Kamera als nächstes filmen darf. So entsteht die Aufnahme einer Show. Wenn die Show nicht live übertragen wird, so folgt meist noch ein Schnitt der Sendung, bevor diese ausgestrahlt wird.